Socken gesehen? Ach komm, auf die halbe Stunde kommt jetzt auch nicht mehr. Marina, bitte hör auf. Tut dir jetzt leid, was passiert ist? Ich muss mich um Tom kümmern. Der kann sich um sich selbst kümmern. Wir sehen uns nachher bei der Probe, okay? Und deine Socken? Sehr witzig. Gib sie mir bitte. Nur gegen einen Kuss. Gib mir jetzt die Socken, verdammt nochmal! Hey, nicht in dem Ton, okay? Du hast genauso Anteil an dem, was heute Nacht passiert ist, wie ich. Also brauchst du mich deswegen nicht so anzumachen. Okay. Es tut mir leid. Aber gib mir jetzt bitte die Socken. Falls du zufällig meine Ohrklipse bei Ortrud finden solltest, wäre es sehr nett, wenn du sie mir mitbringen könntest. Natürlich nur, wenn es dir nicht zu viel ausmacht. Hast du sie bei Ortrud liegen lassen? Kann sein. Was steht in meinem Horoskop? Nachdem Sie zu viel gefeiert haben, müssen Sie aufpassen, dass Sie Ihr Tagessoll erfüllen. Jetzt ist verstärkter Einsatz gefordert. Ha, 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 ha. Matthias hat dir nicht zufällig gesagt, wo er ist. Ich dachte, er wollte auf dich aufpassen. Ach, Ortrud, ich bin kein Baby mehr. Um mich muss sich keiner kümmern. Stimmt. Und wenn du es jetzt noch schaffst, dein T-Shirt richtig rum anzuziehen, dann glaube ich sogar. Das gehört so. Du lernst es nie mehr. Bei Süle war gestern so eine Bauchtänzerin. Das war ein Teil, sag ich dir. Der Wagner war total aus dem Häuschen. Schade, dass du nicht da warst. Außerdem gab es Freidöner. Sag mal, hattest du gestern Damenbesuch? Ich? Nö, wieso? Weißt du, wem die gehören? Das sind meine. Sieht doch gut aus, oder? So viel Geschmack hätte ich dir gar nicht zugetraut. Vielleicht Annalena. War sie hier? Sie hat Matthias bei den Zeugnissen geholfen, glaube ich. Was heißt denn glaub ich? Ach, nichts, sie hat ihm geholfen. Das war schon okay, sie haben irgendwelche Listen durchgearbeitet. Sonst hätte Matthias gar nicht mehr zur Bandprobe kommen können. Morgen. Morgen. Gut geschlafen? Setz dich doch, Kaffee ist noch da. Ich muss mit dir reden, Ortrud. Sag mal, hast du es jemals bedauert, dass ihr weggezogen seid? Überhaupt nicht. Das war genau der richtige Zeitpunkt, umzugehen. Die Stimmung ist so schlecht geworden. Ich möchte heute nicht mehr hier leben. Und du? Hast du es bedauert, dass du nicht mitgegangen bist? Nein. Ich fühle mich hier richtig zu Hause. Mit Svenja und meinen Freunden. Soll ich spülen? Lass nur, Silo ist heute dran. Silo spült hier? Natürlich. Wir haben die Hausarbeit aufgeteilt. Aber Geschirr spülen ist doch eigentlich Frauenarbeit, Silo. Geht das schon wieder los? Musst du ständig damit anfangen? Ihr versteht das nicht. Das hat doch nichts mit Frau oder Mann zu tun. Wir machen das einfach anders als ihr, okay? Ich kann doch spielen, das ist doch kein Problem. Warum denn? Süle macht es doch. Wir gehen dafür nachher ein bisschen in die Stadt bummeln, okay? Oh Gott, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Na, dann verklappe mich mal in die Schule. Wann kommst du? Um eins. Ortrud. Jetzt bleib doch mal hier. Ich hab dich gebeten, ein Auge auf Tom zu werfen. Und du? Du hast nicht mal hier übernachtet. Mein Gott. Tom ist alt genug. Er braucht keinen Aufpasser mehr. Dann sag auch nicht, dass du dich um ihn kümmern willst, wenn du es überflüssig findest. Wo warst du denn überhaupt heute Nacht? Hat Tom es dir erzählt? Tom? Was soll denn Tom mir erzählen? War er dabei? Bei was? Das würde ich gerne von dir wissen.
nicht. Bitte setz dich. Danke. Ich stehe hier ganz gut. Und wenn es ganz schlimm ist, dann kann ich so besser in Ohnmacht fallen. Okay. Ich war bei Annalena. Ich weiß, wegen der Zeugnis. Und sie war auch hier. Sie hat nämlich diese hässlichen Dinger da hier vergessen. Ich habe mit ihr geschlafen. Jetzt sag doch bitte was. Otto, gib mir doch eine Chance. Lass uns bitte darüber reden. Was willst du mir denn erzählen, wie er es gemacht hat? Es tut mir leid, es war ein Fehler. Ich könnte mich selber ohrfeigen. Es tut mir wirklich leid. Ja, mir auch. Jetzt warte doch mal, wo willst du denn hin? Ins Café. Zehn Kisten Wasser, Säfte sortiert. Haben Sie auch Bier in Flaschen? Nein, keine Dosen. Mhm. Und wann können Sie da sein? Gut, danke, wiederhören. Sag mal, Svenja, warum musst du sie eigentlich immer provozieren? Ich provoziere sie nicht. Du sagst, ich soll abspülen, obwohl du genau weißt, wie sie reagieren. Als ob du ihnen was beweisen müsstest. Jetzt wieder den Saisonpascher raushängen, oder wie? Was meint sie denn damit, als ob ich ihnen was beweisen möchte? Ich habe immer das Gefühl, dass du mich vorführst. Guck mal, Sylo spült ab, wenn ich es ihm sage. Du spinnst wohl jetzt, oder? Ich habe gestern abgespült, ohne dass mir irgendjemand was gesagt hat. Ich wollte bloß nicht, dass Lale das wieder macht. Ich denke doch sowieso dauernd, sie muss überall einspringen. Ich wollte das einfach nicht. Gut, stimmt. Aber trotzdem, du kennst doch meine Familie. Ja, und? Steht deine Familie unter Naturschutz, oder wie? Psst, sie kommen jetzt. Svenja, hilfst du uns bitte mit den Taschen? Oder ist das auch Sylos Arbeit? Und ich gehe jetzt in die Stadt einkaufen. Bis später. Sylo, warum tut sie das? Weil sie recht hat. Was würdest du denn sagen, wenn dein Besuch dir vorschreibt, wie du dich zu benehmen hast? Was soll denn das? Du hast mich total erschreckt. Tut mir leid, das wollte ich nicht. Guten Tag, Jenny. Schön, dass du wieder da bist. Ich hab dich so vermisst. Wie war's in München? Du hast mich einfach viel zu lange allein gelassen. Und vereinsamte Menschen kriegen eben leicht Verhaltensstörungen. Du hast mir auch gefehlt. Ich sag's dir, das war vielleicht eine Ochsentour. Von morgens bis abends eine Kollektion nach der anderen. Und dann noch Musterprüfungen. Aber die neuen Stoffe sind absolut genial. Materialmix ohne Ende. Eigentlich müsste ich ein Chemiestudium anfangen. Ich muss noch so viel lernen. Und gestern Abend war noch eine Riesenparty. Die hatten da Klamotten an, das war der Wahnsinn. Ich habe mich gestern total allein gelassen gefühlt. Tut mir leid, aber es ging wirklich nicht. Guck mal, hatte ich gestern an. Und dann war noch Sylos Eröffnung. Das ist doch total scharf, oder? Hörst du mir überhaupt zu? Natürlich. Aber ich muss mich jetzt erstmal aufs Ohr legen. Ich bin total müde. Ich habe heute noch 2 Stunden geschlafen, wenn es hochkommt. Trägst du mich? Danke. So, bitteschön. Dankeschön. Guten Appetit. Danke. Ciao. Das sieht klasse aus. Wo ist Lale? Einen Moment. Macht euch bitte bereit für das schönste Mädchen aus ganz Izmir. Lale.
So wollt ihr eure Tochter auf die Straße lassen? Eine Schande ist das. Du bist verlobt. Was soll denn Murats Familie von uns denken? Das geht wirklich nicht, Lale. Das musst du zurückbringen. Wir finden ein anderes Kleid. Okay? Aber es steht dir doch total gut. Außerdem war es teuer. Auch wenn es teuer war. Es gehört sich nicht für eine verlobte Frau, so etwas zu tragen. Komm! Und eine Ehefrau lässt man erst recht nicht so rumlaufen. Sag mal, spinnen die jetzt vollkommen? Svenne, du kennst sie doch. Das war vollkommen klar, dass das Ärger gibt. Ich kapier's nicht. Lala hat sich das Kleid gekauft. Sie hat ihr ganzes Geld dafür ausgegeben. Mein Gott, Lala ist ein erwachsener Mensch. Svenja, darum geht es eben nicht. Es gibt einfach ein paar Regeln. Und die sind bei uns anders als bei euch. Svenja, das gehört zu unserer Kultur. Für mich ist das Unterdrückung und Bevormundung. Und du hörst dir wieder alles an und sagst keinen Ton. Dann irgendwann raste ich hier nochmal aus. Ich glaube, das Beste wäre, wenn Sie bald wieder fahren. Ja. Jetzt gehe ich nämlich. Echt, es nervt langsam. Immer fehlt einer. Wo ist Matthias denn jetzt schon wieder? Und schon warst du auch schon oft zu spät. Er kommt bestimmt gleich. Ey, das ist doch alles Scheiße, was wir hier machen. Das hat ja nichts mehr mit Rock'n'Roll zu tun. Wir sitzen hier und warten auf Papa, der uns dann sagt, was wir spielen sollen. Ich komme mir schon vor wie einer von den Caught in the Act-Bullies. Hast du Stress mit deinem Image? Wahnsinnig komisch. Und was machen wir jetzt? Fangen wir an. Soll ich euch noch was ausgeben? Was wollt ihr denn gerne, Limo? Ach toll, und so pünktlich. Was denn, was denn? Seid ihr nicht mehr in der Lage, ohne mich anzufangen? Habt ihr eure Instrumente schon gestimmt? Wie geht's dir? Immer noch sauer? Was ist denn? Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Sag ganz einfach, dass du mich liebst und der Rest ist unwichtig. War doch schön heute Nacht. Wo ist denn das Problem? Genau da ist das Problem. Ich liebe Ortrud. Und ich werde sie nicht verlassen. Für niemanden. Ach ja? Das hat sich heute Nacht aber ganz anders angehört. Kann sein. Da war ich betrunken. Sehr reizend. Also habe ich das nicht gemeint. Wie denn dann? Oh Mann. Das Ganze war für dich ein One-Night-Stand, hä? Ich bin einfach nur so eine Braut, die du eben mal flachlegst und dann ciao, Babe. Dreh mir doch nicht die Worte im Mund rum. Hör mir doch mal zu. Deswegen auch der ganze Schmus mit dem Singen, hm? Annalena, du bist ja so begabt. Deine Phrasierung, bla, 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 bla. Nein! Ist echt eine gute Nummer. Du erzählst mir, wie toll ich singen kann und dass ich eine Karriere vor mir habe und dass du mir hilfst. Und im Grunde denkst du nur daran, wie du mich ins Bett kriegst. Weißt du was? Du bist so ein Arsch. Ach, übrigens. Mein Auftritt morgen kannst du dir sonst wohin stecken. Annalena! Na wunderbar! Das war's ja dann wohl. Wir haben ganz schön Verschleiß. Das war nur schon die dritte Sängerin. Das haben sie toll hingekriegt, wenn ich das mal so sagen darf. Spar dir deinen Kommentar. Schließ zu. Ich will nicht, dass irgendjemand von einer Familie plötzlich in der Tür steht. Vorsicht, mein Kleid. Das will ich morgen vielleicht anziehen. Zum Abschlussfest? Du sagst das schon wieder so, als ob es dir stinkt. Nein, ich weiß nur wieder, was ich von meinen Eltern zu hören kriege. Ich habe mit ihnen geredet. Du kannst sie nicht ändern. Sie sind so, wie sie sind. Das ist jahrhundertalte Tradition. Ja und? Soll es deswegen die nächsten 100 Jahre so weitergehen? Nein, darum geht es doch gar nicht. Nur wenn du meiner Mutter sagst, sie soll sich von meinem Alten nicht bevormunden lassen, weiß sie gar nicht, was du meinst. Sie weiß es sehr wohl. Nein, Svenja. Sie ist zufrieden mit ihrem Leben. Sylo, komm zu dir. Warum redet sie dann kaum noch mit deinem Vater? Weil wir noch nie viel miteinander geredet haben. Für sie bricht eine Welt zusammen, wenn die Dinge nicht mehr so sind, wie sie immer waren.
Was ist mit mir? Deine Eltern können doch nicht erwarten, dass wir alle nach dem Koran leben. Nur damit sie keine Probleme haben. Nein, Svenja. Das verlangt doch auch keiner von dir. Ach, ich weiß auch nicht mehr, was ich tun soll. Ich liebe meine Eltern. Ich habe mich so gefreut, dass sie gesagt haben, sie kommen mich besuchen. Für sie ist das eine ganz wichtige Sache. Ihr Sohn lebt in Deutschland. Auf der anderen Seite haben sie einfach Angst, dass ich ihnen fremd werde. Ich verstehe dich. Aber ich werde mich nicht anpassen. Ich möchte mein Leben nicht ändern. Svenja, das will kein Mensch von dir. Nur ein paar Kompromisse. Nein, keine Kompromisse. Sag doch was. Serenata metropolitana, mettiti con me, non sarò un figlio di puttana, non ci crederà le cose che ti dicono di me. Hallo! Mama, Pause! Sag, bist du bescheuert oder was? Mir steht's echt bis hier. Aber wenn Töppers oder Annalena durchknallen, muss ich ja Dienst schieben. Chefs mit Liebeskummer sind das Letzte. Und wo ist sie? Wer? Annalena! Ich habe sie heute noch nicht gesehen. Ich kannte mal jemanden, der so hieß. Scherzkeks, wo ist sie denn? Sie hat mich leider nicht in ihren Terminkalender blicken lassen. Ey, ich mache heute nicht alleine Schicht, okay? Siehst du, das meine ich. Dann mach mal einen Rad ab. Sag mal, was ist denn mit dem los? Der hat mich ja beinahe umgerannt. Liebeskummer. Die einzige Himmelsnacht, die den Mann wahnsinnig macht. Was ist das denn her? Gibst du mir einen Whisky? Lass das mal nicht deinen Anhang wissen. Sonst wirst du noch ausgepeitscht. Sehr witzig. Streit mit Sylo oder was? Was macht ihr eigentlich, wenn ihr keine Krise habt? Tust du mir einen Gefallen? Klar. Willst du bitte deine Hand? Du kannst doch singen. Wieso? Na, du hast doch letztens so schön vor dich hingetrallert. Ja und? Wir haben da ein Problem. Uns ist die Sängerin abhanden gekommen. Schon wieder? Habt ihr sie auch ausgeekelt? Nee, diesmal nicht. Und Simon ist da auch nicht mehr dabei. Und? Naja, du bist wieder engagiert, müsstest dich aber schnell entscheiden, weil bald haben wir unseren großen Durchbruch. Magendurchbruch. Und dann machen wir unser erstes Video. Und wenn wir Millionäre sind, dann könnte es zu spät sein. Naja, hört sich gut an. Ich bin dabei. Los, hol Tom, sag ihm, dass wir wieder komplett sind. Keine Zwiebeln. Mehr Soße? Nö, das gibt sonst so eine Sauerei. Alles Übungssache hier. Danke. Guten Appetit. Danke. Tom, hast du was von Ortrud gehört? Wieso? Ich wollte nur wissen, wie es ihr geht. Warum fragst du sie ja nicht? Ich hab's versucht. Ich wollte dir nur sagen, wie beschissen ich es finde, was du gemacht hast. Und dann auch noch mit Annalena. Das war echt eine Nullnummer. Ich weiß, es tut mir leid. Ortrud würde alles für dich tun. Die liebt dich richtig, aber du... Echt, ich verstehe das nicht. Kommst du nicht damit klar, wenn dich jemand liebt, oder was? Ich liebe Ortrud. Sie weiß das und du weißt es auch. Ich wollte nicht mit Annalena. Und außerdem... Ach, verdammt nochmal. Sie kann doch wenigstens mit mir reden. Ich hab mich doch entschuldigt. Das kann sie nicht. Nicht Ortrud. Die zeigt nicht, wenn sie verletzt worden ist. Du redest doch auch mit mir. Ich habe gedacht, auf dich kann man sich verlassen. War wohl ein Irrtum. Ab ins Foxy, Tom. Wir haben wieder eine Sängerin. Du bist für mich gestorben. Ortrud? Leg deinen Schlüssel bitte auf den Tisch. Ortrud.
Schau dir das Ding da an. Stell dir vor, die bieten mir eine Geschäftsbeteiligung an. Nicht schlecht, oder? Schön. Ich weiß nur noch nicht, wie ich das Einstiegskapital zusammenkriegen soll. 50.000, der Rest ginge über Provisionen, anteilig. Ich rechne schon den ganzen Tag. Pass aber auf, was du da unterschreibst. Sonst hängst du am Schluss in irgendeiner komischen Geschichte drin. Na klar, ich muss mir da einen nehmen, der mir hilft, das Kleingedruckte zu übersetzen. Weißt du was? Ich sollte mir hier ein richtiges Arbeitszimmer einrichten. Und du? Planst du gerade unseren Urlaub? Was? Wieso? Na, wegen dem Ding da. Du hast recht. Wir sollten wirklich mal richtig Urlaub machen. Südsee oder so. Aber erst, wenn das mit der Beteiligung über die Bühne ist. Ja, das wäre schön. Marco, ich muss mit dir reden. Schieß los. Marco Busch? Ja, Moment. Ist für dich ein Konstantin oder so ähnlich. Das war unser Supervisor in München. Konstantin? Ja, hier ist Jenny. Ja, mir geht's prima, danke. Und du? Ich weiß es noch nicht. Ich sag dir Bescheid. Wann kann ich dich erreichen? Echt? Im Ernst? Das ist ja Wahnsinn, genial. Du bist ein Schatz, ich freue mich so. Ja, ich melde mich. Okay, ciao. Ja, gibt's was zu feiern? Allerdings. Und was, wenn ich fragen darf? Konstantin hat mir gerade erzählt, dass ich mit nach Amerika gehen darf. Amerika? New York, ist das nicht toll? Marco! Karrieretrip. Schafft sie den Sprung über den großen Teich? Und was wird aus Maxi und Marco? Mehr über Jennys Zukunft erfahren Sie im nächsten Marienhof.